Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Und wir sind zurück bei Divinity. Und wie versprochen, wollen wir mal versuchen, ob hier bei dem Typi was geht. Wir haben extra nochmal die Lieferung geholt. Keine Ahnung, ob wir ihm die noch so zurückgeben können. Weil wir haben sie ja schon geplündert. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, ob das überhaupt noch von Interesse für ihn... Nein, nicht hinsetzen. Von Interesse für ihn ist. Und was gibt es Neues? Sagen, dass du mit jemandem geredet hast, der ihn kennt? Ja, sagen, dass er Glück hat, du hast deine Fracht gefunden, ihm die Kiste geben. Fragen, ob er noch am Eintopf des Hauses interessiert ist. Die Kiste hatten wir soweit geleert, ne? Ja. Mein Schatz, ich hab dich so vermisst. Da hat sich wohl jemand an eurem Schloss zu schaffen gemacht. An unserem? Er beäugt dich mit hochgezogenen Augenbrauen, ehe er die Wange gegen die Kiste drückt und gurrt. Ach, egal. Da bist du ja. Gesund und munter, wo du hingehörst. Ich würde euch ja danken, aber so wie dieses Schloss hier aussieht, hat sich schon irgendjemand selbst gedankt. Und jetzt entschuldigt uns. Egal, wir nehmen die Erfahrungspunkte. Geschlossen. Okay. Jetzt ist allerdings die Frage, wir werden es nicht schaffen, ihn hier zur Rede zu stellen und zu töten, ohne dass hier die ganze Taverne eskaliert. Und das will ich ehrlich gesagt nicht. Ich war, seht mal, wir können mit ihr nochmal quatschen, nachdem wir die Spinne gekillt haben. Gerade wenn man anfängt, sich besser zu fühlen. Okay. Nee. Ich bin ja so erleichtert, dass ihr meine kostbare Fracht wieder habt. So unglaublich erleichtert. Sagen, dass du jemand geredet hast, der ihn kennt, einem gewissen Liam. Halt, wartet mal. So. Ich muss es mal ausprobieren. Ansonsten fragen, ob er noch einen Eintopf des Hauses interessiert ist. Genau, ansonsten hätte ich da vielleicht noch eine andere Idee. Aber wir probieren es erstmal so. Ich glaube, wir haben bereits alles gesprochen, was es dazu zu sprechen gibt. Okay, verabschieden. Ich muss mal was gucken. Zwergeneintopf, Elfeneintopf, Fleischeintopf. Wir haben doch, wartet mal, Rezepte. Wir haben doch denjenigen an dem Klo da angequatscht. Und der hat gesagt, er hängt deshalb so auf dem Klo, weil der Eintopf mit einem Fisch versehen war mit einem... Wartet mal. Die Frage ist, welcher Eintopf das ist, der hier... Wartet mal. Kann ich von der Tante einen Eintopf kriegen? Kann ich von dir einen... Was ist denn das? Ein Fleischeintopf. Sowas müssten wir haben. Sowas müssten wir haben... Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee und wir schauen mal, ob das funktioniert. Jetzt ist die Frage, haben wir nur einen Fleischeintopf? Wir haben ja gerade gespeichert, ne? Das sind alles Zwergen. Ne, da ist noch Fleischeintopf. Ah, das ist der. Okay, vergesst es. Wir haben vergifteten Fisch. Wir haben nur vergifteten Fisch. Wir haben keinen leeren, verseuchten Fisch mehr. Und. Shit. Doch, wir haben auch noch leeren Verseuchten. Sehr schön. Und? Geht auch nicht. Gab's da nicht irgendwie... Gab's doch ein Rezept, oder? Da, leeren Verseuchter Eintopf. Das muss ein roter Barsch sein. Das habe ich doch gerade gemacht. Okay, komm. So, wo ist der? Verbrauchsgüter. Da. Showtime, das probieren wir jetzt aus. Speichere ich das nochmal? Nee, falls es nicht klappt, können wir es laden.
Ja, fragen, ob er noch am Eintopf des Hauses interessiert ist. Immer. Ich habe nicht vergessen, was ich über die meisterhafte Künste der Köchin gehört habe. Ich warte nur darauf, mir selbst davon zu überzeugen. Ihm etwas von dem Eintopf des Hauses anbieten, ihm den verdorbenen Eintopf anbieten, sagen, dass diese Portion besonders köstlich ist. Ja. Tod im Topf. Wir haben gerade eine Auszeichnung gekriegt. Es duftet wahrhaft göttlich und irgendwie anders. Vielleicht eine besondere Gewürzmischung? Oh, was für eine. Garvin kostet den Eintopf und beginnt dann eifrig zu löffeln. Er seufzt genüsslich. Hast du irgendwas? Ja, okay. Er reißt die Augen auf. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Irgendwas stimmt nicht. Ich muss mal weg da. Jawohl. Ich fühle mich nicht so gut. Sehr schön, es funktioniert. Und jetzt holen wir uns hier. So. Ich hoffe, dass es hier jetzt kein Problem gibt. Speichern, das ist das Quicksave. Klo. So. Und wir greifen ihn. Ich hoffe, es sind nur wir. Die bleibt drin. Okay. Okay, der ist ja easy. Das könnte es ja schon fast. Zack. Und tschüss. Feindliche Übernahme. 2000 Erfahrungspunkte. Nice. Und das nehmen wir uns alles und machen uns direkt wieder auf den Weg. Nicht, dass hier irgendjemand jetzt kommt. Jetzt müssen wir doch wieder zurückrennen, ne? Klar, natürlich müssen wir, weil wir müssen die Quest hier abgeben. Aber es ging doch relativ schnell. So, mal ein bisschen schneller hier, flinke Füße. Und dann porten wir uns aber wieder dahin. Und dann gehen wir mal zu dem Troll. Und dann gehen wir zum Friedhof. Und dann, und dann, und dann, und dann. Sehr schön. Hat das doch geklappt, ihn mit diesem blöden Eintopf rauszulocken. Aber gut, er hatte das doch schon die ganze Zeit gesagt mit dem Eintopf, ne? Und dann haben wir auch das Rezept gekriegt. Na gut. So, macht Bäubchen. Linke Füße, okay, da sind sie jetzt. Ja, hier wäre irgendwie ein Speicherpunkt noch ganz geil, aber dazu bräuchten wir den oberen, ne? Und bleiben die jetzt wieder stehen? Ja. Ah, das Huhn ist wieder mit dabei. Okay, und ist gerade gestorben. Ich habe keine Ahnung, warum das Huhn jetzt mit dabei war. Auf jeden Fall ist es jetzt gerade gestorben. Wollen wir es sterben lassen? Wartet mal. Tag nicht vor dem Abend loben, das leere Küken ist tot. Ich glaube, ich habe nicht nochmal gespeichert, oder? Scheiße. Wo laden wir? Wir laden da. Oh, es tut mir leid, es tut mir leid. Wir laden nochmal. Ja. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Okay, okay. Dann muss ich mal gucken, dass wir das Huhn vielleicht wieder irgendwie überlistet kriegen, dass es schön auf der Rachefürstin bleibt. Ja, keine Ahnung, was es mit dem Quest auf sich hat. So. Zack, zack, zack. Uah, das war knapp. Nein. Habt ihr es gesehen? Da hinten wurden jetzt alle attackiert. Alle. Scheiße. Das hat so gut geklappt. Und jetzt kriegen wir es nicht mehr hin. Mist. Mist, 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 Mist. Nur wegen dem blöden Huhn. Ich krieg kein zu viel. Und jetzt müssen wir hier laden und verschwenden damit schöne Zeit. Na? Okay, sehr schön. Er durfte halt nicht hier. Okay. So.
Winter, zack. Und Blitze, zack. Der ist noch nicht down. Oh oh. Mach keinen. Okay. Magisterstab sollte eigentlich reichen. Zack. Wir looten. Schnell. Und machen linke Füße. Zack. So, jetzt ist trotzdem die Frage, ist das Hühnchen jetzt wieder mit dabei? Wo haben wir denn das eingesammelt, das Huhn? Ja, okay, es rennt ja eh nur Fane hinterher. Das heißt, wir rennen jetzt mal solo los. Keine Ahnung, warum das Huhn auf einmal jetzt mit dabei war. Und die ganze Zeit vorher nicht. Ich verstehe es nicht. Vielleicht muss ich das aber auch nicht. Jetzt ist es nicht da, ne? Wo haben wir denn das wieder eingesammelt? Wo sind denn die lang gelaufen, dass der das eingesammelt hat? Hier hinten vielleicht. Sind die hier hinten lang und haben da? Hier sind ja auch zwei Hühner, aber das kann doch nicht sein, oder? Wer weiß. Wer weiß. Aber wir haben es gleich. Und dann haben wir es tatsächlich auch geschafft. Dann könnten wir uns zu den anderen porten. Und dann schauen wir mal. So, wir gucken uns das Quest nochmal an für die Übernahme. Wir haben Grafen getötet, jetzt muss ich einen Weg finden, um das... Ja, gut, wir haben den Kopf eingesammelt. Wo ist sein Kopf? Wo ist sein Herz? Redet! Ihm sagen, dass sein Schüler tot ist. Tot, er soll verwesen. Die Bastarde sollen... Die Bussarde sollen ihm das... Was? Ihn als Latrine benutzen? Oh Gott, ist der garstig. Sein Kopf. Ich will ihm in die Augen schauen. Mein Junge ist tot. Mein Junge ist tot. Diese Schlange. Ihm Gavins Kopf geben, ihm sagen, dass du den Kopf gerade nicht dabei hast. Den Kopf geben. Er nimmt Gavins Kopf in seine Hände und schaut ihn in die leblosen Augen. Er streichelt ihn sanft und ein trauriges Lächeln huscht über seine Lippen. Mögen die Maden euch für alle Zeit quälen, mein lieber Junge. Ihr, holt eure Karte heraus, ich habe etwas für euch. Gavin hat mir fast alles genommen, aber eben nur fast. Ich zeige euch, wo ihr suchen müsst. Nice, und 7000 Erfahrung wieder. Ich spüre den Sog der Halle. Meine Zeit ist endlich gekommen. Ihr Götter, ich hoffe, ich werde meinen Jungen wiedersehen. Vielleicht kann ich ihm die Augen schauen, wenn ich mir seinen Kopf hole. Immer und immer und immer wieder. Endlich hier ist okay. Wir kriegen wahrscheinlich wieder nur Müll, ist aber egal. Wir nehmen die schwere Waffe, auf dass wir uns nicht mehr bewegen können. Komm. Ja, war klar. Wir haben auf der Karte aber was gekriegt, hieß es. Das hier ist jetzt weg. Und da, Liams Vorrat. Das ist in der Nähe tatsächlich. Da waren wir ja vorhin schon. Vielleicht, wenn wir den jetzt machen und das schaffen, können wir vielleicht da nochmal rüber. Ich weiß noch nicht, mal schauen. Ich guck gerade mal. Showtime, Showtime, Showtime. Roter Prinz. Das geht an den roten Prinzen. Zack. Was ist denn hier noch so schwer? Zwei. Ach, die Stiefel gehen mal rüber. Das hier wird auch schwer sein. Genau, an den roten. Und auch an den roten. Alles klar. Okay, dadurch haben wir wieder ein bisschen Platz nach oben. Das hier. Komm. Halt, warte mal. Ah, ist nur Stufe 9. An den roten. Sehr schön. Gut. Gut, gut, gut. Verbrauchs... Nee, wo waren das? Zutaten? Magisches. Da ist es nicht. Zutaten ist es auch nicht. Verschiedenes. In Fanes Tasche. Zack. Wir verwenden. Und porten uns dahin. Wir sind wieder vereint. Jetzt ist die Frage, wenn wir hier hochgehen... Nee. Wo stehen wir denn? Ach, ich hab falsch rumgedreht. Wenn wir hier hochgehen, ob A, wir nach wie vor verdächtig werden und B, ob hier irgendwo dieses blöde Huhn rumeiert. Speichern wir nochmal schnell. Gegebenenfalls können wir hier oben auch nochmal schnell diese Geistersicht machen und vielleicht mit dem Geist quatschen. Ach, die laufen ja immer nicht, wenn man speichert.
So, los, kommt, macht mal flinke Füße. Dann können wir nämlich hier rüber porten. So, ja, hier sieht er, da war sie wieder. Gesaved haben wir. Nein, da ist es. Da ist tatsächlich das Huhn. Wo kommt das her? Okay, wir laden. Es tut mir leid, aber irgendwo sammelt der gute Fane das immer wieder ein. Irgendwo sammelt er es immer wieder ein. Und ich will eigentlich nicht mit Huhn. Das ist blöd, weil sonst geht's drauf. Dann ist die Quest geschlossen. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, da hängt noch ein bisschen mehr dran. Ich habe keine Ahnung, was. Aber da muss irgendwie noch mehr dran hängen. Und ansonsten muss ich ihn irgendwie nochmal auf die Freudenfeste porten. Wenn das nicht geht, dass wir versuchen, das Huhn wieder auf der Freudenfeste. Quatsch, auf der Rachefürstin. So, hat er. Da ist es. Shit. Wir haben es wieder eingesammelt. Okay, wir bewegen uns zur Rachefürstin. Zack, zack. Das hatte beim letzten Mal auch ganz gut geklappt. Da waren wir es dann für einen Moment los. So, genau. Jetzt machen wir I. Fane hat's. Und dann zack. Verwenden. Ach so, genau, wir hatten es so gemacht, ne? Ohne Huhn. Sehr schön. Ich hoffe, das bleibt jetzt für den Moment auch erstmal so. Ich mache mal nochmal Quick Save. Oder ist es da jetzt schon wieder? Nee. Ja, ansonsten müsste man vielleicht auch einfach dann mal drauf scheißen. Ja, nee, keine Ahnung. Aber kommt es hier nochmal? Es muss doch irgendeine Bewandtnis haben, oder? Kann ich mir nicht anders erklären. So, wir porten. Ich ziehe die mal auseinander, die guten, weil sonst rennen die wieder sonst wohin. Du portest mal bitte den roten Prinzen. Zack. So, dann kannst du selbst mal Plätze tauschen mit ihm. So, du kannst derweil den roten Prinzen wieder. Ah, geht nicht. Wir sehen nichts. Zack, zack. So. Dann hat sie eventuell genau schon wieder einen Port übrig. Nee, zack. So. Und jetzt haben wir eventuell gleich wieder einen Port frei. So. Komm, 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 komm. Ne. Okay, sehr schön. Komm her. So, und dann ruhen wir uns alle einmal aus, bitte. Was sagt denn das Schild? West, Blood Moon Island. South, Driftwood. East, the Meadows. Okay, hier sind wieder altes Kaninchen und Ratte. Ja, wir sind wieder ohne Tiergequatsche unterwegs. 15. Okay. Der ist nur 15 in Anführungsstrichen. Ich glaube, wir haben keine Chance. Ich glaube, wir haben keine Chance. Kanickel, mach dich mal aus dem Staub. Vom Staub? Aus dem Staub? Ich liebe meine Brücke, sagt er. Okay, wir So. Ein 15er, ich weiß nicht, ob das schaffbar ist. Oh, hallo, schöner Tag heute. Ideal, um ein wenig unter Bäume zu lustwandeln. Es sind nicht mal Leeren erwachte da, die das Vergnügen trüben könnten. Mag sagen, dass du gerade bei einem anderen Troll begegnet bist, der heißt Grog. Die Waffe ziehen und mag schöne Grüße von Grog bestellen, zustimmen und fragen, wie dieser schöne Tag denn bisher für ihn läuft, nicken und ihm vorbeigehen, um die Brücke überqueren. Wie läuft's denn für dich? Oh, auf das Allerbeste, wirklich. Ich habe heute schon mehr eingenommen als im ganzen Vormonat. Da waren einige Magister dermaßen in Eile, dass sie keine Zeit zum Falschen hatten. Magister in Eile möchte wissen, was sie so emsig verfolgt haben. Ein Quellmagerin, die auch hier durchgekommen ist und die hat erst gezahlt...
und die hat erst gezahlt. Heißer, was für ein wunderbarer Tag. Mag sagen, dass du gerade an einem Donny, ja? Die Waffen ziehen, nicken oder nicht vorbeigehen. Nein, wir sind gerade einem anderen Troll begegnet. Ist ein gesundes Arbeits... Was? Ist eine gesunde Arbeitsumgebung nicht einfach herrlich? Grock und seine jämmerliche Brücke bedeuten mir nur den, was? Funken Konkurrenz, den ich brauche, um meine Leistung zu optimieren und meine Preise zu erhöhen. Mark klimpert mit den Wimpern. Dir ist nicht recht klar, ob er es ernst meint. Ihm sagen, dass Grock dich gebeten hat, die Konkurrenz auszuschalten, die Waffe ziehen. Okay, ja. Er, was? Nach allem, was wir gemeinsam durchgemacht haben? Wirklich? Wer hat denn hier die bessere Brücke? Ihr solltet euch um den Geschwächt... Was? Um das schwächste Glied der Kette kümmern und das ist Grock. Klar wie Kloßbrühe. Nicken, klar wie Kloßbrühe. Die Waffe ziehen. Nicken und ihm vorbeigehen. Ich probier's mal. Waffen ziehen und schöne Grüße. Komm. Das ist aber nicht nett. Gar nicht nett. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Niederschlag. Okay, wir haben es aber noch überlebt. Dahin ist viel stärker als du, erwäge zu fliehen. Wir könnten... Bis wohin geht denn das? Nur bis da. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen können. Komm mal her, mein Freund. So, dann lassen wir es mal regnen. So, die Brücke ist nass. Und dann machen wir mal dieses hier. So. Unsere physische ist sowas von runter. Komm mal her. So, okay. Wir kommen nicht an ihn ran. Wenn wir ein Stückchen nach vorne gehen, vorbei. Wir können hier rauf. Was komme ich denn damit? Hat er denn HP? 4000. Wie weit komme ich mit einem bis da? Wir probieren mal. Und zack. Komm, fall hin, fall hin, fall hin. Nein. Das hat ja super funktioniert. Das hat ja super funktioniert. Wir heilen mal. Er ist nass. Wir sind aber, glaube ich, alle nass. Okay, wir versuchen mal zu betäuben. Betäubt, okay, schön. Und ich gebe mal Showtime Hast. So, wir müssten jetzt möglichst viel Damage austeilen. Die Frage ist nur, wie. Wir müssten 3900 Damage austeilen, was irgendwie nicht schaffbar ist. Aber vielleicht spare ich mir mal meine Strom-Skills, damit ich ihn in der nächsten Runde gegebenenfalls auch zweimal schocken kann. Das heißt, das hier kann ich machen. Was kann ich denn noch machen? Das kann ich auch machen. Verkrüppeln vielleicht. Verkrüppelt, okay. Und wir könnten... Das kann eine Menge Damage machen. Das hier liegt schockiert fest. Wir versuchen ihn mal noch zu blenden. So richtig viel Damage hat es jetzt aber nicht gemacht. Ich spare mir den Punkt. Wobei, ich könnte... Ich mach das mal. Wie viel haben wir jetzt? 185. Waren ein paar. Jetzt sind wir bei 557. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er ist nicht... Doch, er ist noch gestunt.
Er ist noch gestunt. Die Folge ist schon wieder vorbei. Mann, Mann, Mann. Treffen wir ihn hier? Nee, tun wir nicht. Wir springen mal ran. So. Und zack. Das ist schon wieder blöd. Mann, wieso steht er so dämlich? Okay, ist egal. Ist egal. Verkrüppelt ist er ja, glaube ich, sogar schon, ne? Machen wir nochmal, komm. So, jetzt könnten wir ihn zusätzlich auch noch anzünden. So. Was? Wieso hat er sich jetzt geheilt? Minus Gift. Oh. Und 150 Feuer. Scheiße. Ach, shit. Das war jetzt blöd. Wir hatten gerade schön 1000 Damage runter und jetzt haben wir das. Wir könnten ihn schon mal schockieren. Ja, komm. Aua. Wie sieht's bei uns aus? Das geht alles soweit. Regnen lassen kann ich es aktuell nicht mehr. Ich kann Showtime beziehungsweise ich kann... Ich habe nur noch eins zur Verfügung. Na komm, machen wir es so. Okay, wir haben die Möglichkeit, wir dürfen kein Feuer machen. Zack. Okay. Das war nice. Wir sollten aber kein Feuer machen. Das ist natürlich scheiße. Er ist aktuell nur... Nee, er ist betäubt. Okay, nice. So, Erde verträgt er auch nicht ganz so gut. Aber es ist nicht ganz so... So, er ist betäubt. Das hier macht auch schockieren, ne? Das würde ich mir dann also sparen. Wir haben 5. Wir können. Ja. Okay. Ich glaube, das hier. Wir werden hier ewig brauchen, um den down zu kriegen. Crit. Warum auch immer wir. Ach so, war ja kein Magieskill. Okay, Zug beenden. Wir sind am dransten. Er ist nach wie vor betäubt. Okay, das ist sehr schön. Was können wir noch machen? Wir könnten die Agro auf uns ziehen. Brauchen wir aber aktuell noch nicht. Achso, die Frage ist, wie lange hält denn die Knochenrüstung? Noch 2 Züge, alles klar. Dann greifen wir nochmal normal an, würde ich sagen. Oder? Oder? Wir könnten auch... Ne, wir greifen erstmal normal an, komm. So. Er ist jetzt nicht mehr betäubt. Jetzt ist er nicht mehr betäubt. Jetzt schaue ich gerade mal. Wasser, 50 Gift war halt. Wisst ihr, da braucht man mal Gift, das ist unglaublich. So, Winterexplosion. Bitte, bitte, bitte. Das ist die Frage. Wir werden ihn damit, glaube ich, nicht eingefroren kriegen. Unterkühlt. Kostet 1. Dann können wir das immer noch machen. Dann machen wir das immer noch so. Komm. Gefroren. Nice. So, dann kriege ich das wieder Showtime. Ja, und der gute Fane muss jetzt ein bisschen gucken, was er macht. Das gibst du nochmal dem Showtime. Genauso wie die Eile. Halt, nein, 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 stopp, 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 stopp. Erdbeben. Macht das Sinn? Nee, macht aktuell keinen Sinn. Würde zwar Damage machen, aber der Niederschlag hätten wir eingefroren und Niederschlag wäre doppelt gemoppelt, ist Quatsch.
Wir machen Feuer, ist auch eine blöde Idee. Gut, dann bleibt uns aktuell erstmal nur Eile. Und Damage. So, damit sind wir für den Moment durch. Du bist noch eingefroren, das ist total schön. Wie viel Cooldown hast du? 4. Du hast 3. Bisschen Sorge, dass das hier eventuell den Prinzen infizieren könnte. Das will ich mir noch sparen. Will ich überhaupt rankommen? Ja, würde ich. Das schockiert auch. So, 100 Damage. Wenn wir rauf... Wir könnten noch zweimal noch raufhauen. Vielleicht haue ich auch einfach mal drauf. Mal gucken, wie viel... Macht das Sinn? Macht das Sinn? Ich mach mal. Mal gucken. 100, okay. Und wir haben ein bisschen regeneriert. Okay. So, was können wir denn machen? Wir könnten... motiviert den verbündeten Charakter mit der Macht der Raserei. Er ist verstummt, doch landet garantiert kritische Treffer. Ich weiß nicht, ob das hier... Ob wir das dann noch machen könnten. Das wäre recht mutig. Komm, wir machen das mal auf uns selbst. Ich hoffe, das geht klar. Und Crit. Okay. So, Showtime ist dran. Das heißt, wir können ihn schockieren. Und wir können ihn stunnen. Nein, er ist nur betäubt. Shit, shit, shit. Nee, er ist betäubt. Nee, vergesst es. Er ist betäubt. Alles gut. Alles gut. Ich behalte den Punkt. Die gute Lose ist dran. Ich habe mir übrigens immer noch keine Quellenpunkte geholt. Ich depp. Was machst du? Du kannst einmal das machen. Zack. Und dann dieses. Und zack. Und weiter geht's. Wir könnten Erdbeben machen. Will ich aber nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt... Wobei, kommt, wir machen das... Sonst kann er gar nichts machen. Nächste Runde kann er dann wieder ein paar Angriffe machen. Ich probiere das jetzt mal. Komm, auf die Gefahr hin. Nun gegen Niederschlag. Okay. Das sind alles Feuerskills. Macht keinen Sinn. Wir könnten auf ihn zurennend angreifen, aber auch das wäre Feuer. Also lassen wir das schön sein. Er ist noch betäubt. Entschuldigt. Oh. Entschuldigung. Okay, wir haben immer noch dieses Wütend und wir könnten diese Skills machen. Alles klar, wir können das hier alles nicht machen. Wir könnten sogar das machen. Und das crittet zweimal. Das wäre ja nice. Komm, das machen wir. Nice. Und dann nochmal das. Zack. Oh. Nochmal gecrittet. Sehr schön. So, er ist immer... Nee, er ist nicht mehr betäubt. Das heißt, ich müsste einmal so machen. Dann ist er schon mal schockiert. Hoffe ich. Genau. Und ich könnte vielleicht noch so... Nein, wieso ist er denn wieder voll? Oh, shit. Okay, ich glaube... Was habe ich denn jetzt für einen Fehler gemacht? Der war doch jetzt bei 1,6. Er war doch quasi klinisch tot. Okay, er ist schockiert. Ah, das nervt jetzt gerade ein bisschen. Müssen wir uns da wieder ganz langsam aber sicher ranfummeln. So. Verkrüppelt, okay. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Crit, okay. So. Der rote Prinz, er kann wieder...
Betäubt. So. Okay. Zack. Da ist schon wieder voll. Ich verstehe das nicht. Ist das die Troll? Ist das das Trollblut? Vielleicht sollten wir uns dann auch verziehen. Vielleicht haben wir aktuell keine Chance. Ich weiß nicht. Wartet mal. Immunität. Immunität gegen Brennen, gegenüber Niederschlag, gegen Versteinern. Was nicht umbringt. Was nicht umbringt, verringert die Dauer von Statuseffekten um eine Runde. Das betrifft auch positive Statuseffekte mit Dauer eine Runde. Opportunist gegen Verwesung, Versteinern, Niederschlag und Brennen. Okay. Gift macht ihm halt viel Damage. Ich verstehe es gerade nicht so richtig, warum er sich immer wieder hochheilt. Da hat Trollblut regeneriert. Oh, alles klar. Das ist es. Trollblut regeneriert 2700 Lebenspunkte pro Runde. Das ist ja fies. Ah, dauerhaft. Alles klar. Das ist also nicht zu schaffen. Das ist natürlich scheiße. Gut, dann würde ich sagen, wir könnten uns eigentlich schon mal so langsam verpieseln. Ach, Mist. In welche Richtung gehen wir denn? Wir wollten darüber. Alles klar, dann tun wir das auch. Das wäre dann hier lang, richtig? Richtig. Wie weit kommst du mit 5? So. Oh, renn bloß nicht zu schnell. So. Okay. Dann Showtime kann ihn mal... kann ihn nicht stunnen. Shit. Kann ich ihn eigentlich wegporten? Ungültiges Ziel, okay. Ich könnte ihn blenden, aber ich kriege ihn nicht nochmal... Ah, der Dauerstun ist somit also vorbei. So, okay. Das heißt, wir verpieseln uns ebenfalls. Das sind 3, 4, 5... Bis da. Das erste Mal, dass wir so aus dem Kampf fliegen, ne? Also, das heißt, aus dem Kampf fliegen, das versuchen. Der rote Prinz sollte hier wahrscheinlich noch ein bisschen tanken. Weil Lose auch aktuell noch nicht weg kann. Aber Niederschmettern war er ja immun, ne? War das so? Ja. Oh, er ist was? Ist er betäubt? Er ist, wieso ist er betäubt? Keine Ahnung. Wir rennen. Kann ich, wenn ich hier hingehe... Ne, mit Sicherheit nicht. So, können wir jetzt fliehen? Aus dem Kampf fliehen? Willst du wirklich aus dem Kampf fliehen? Jo. Ja. Zack. Lose ist dran. Ne, wer ist denn dran? Lose. Er ist noch betäubt. Oh, Lose kommt nicht so weit. Lose kommt bis Max hier. Ich hoffe, ich komme mit allen hier raus. So, er wird wahrscheinlich jetzt auch fliehen können. Ja. Und zack. So. Und er ist... Ah, er ist nicht mehr betäubt. Da haben wir jetzt den Salat. Da haben wir jetzt den Salat. Schöner Mist. Wenn ich jetzt an Lose vorbeirenne, kann ich fliehen. Ja. Nein, kann ich nicht. Feind ist zu nah. Ich glaube, wir lassen gerade Lose ein bisschen im Stich. Kann das sein? Ja.
Ich wünsche dir alles Gute, Lose. Oh, die Arme. Oh, 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 oh. Ne, er macht nix. Oh, er macht nix. Wir können bis 3 fliehen, um hoffentlich dann einen Punkt übrig zu behalten, mit dem wir dann vielleicht fliehen können. Aber der wird immer noch zu nah sein, denke ich. Nein, shit. Ja, komm. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Auf sie mit Gebrüll. Ja, Schiete. Na gut, wir gehen sie abholen. Alles kein Problem. Das werde ich allerdings dann zwischen den Folgen machen. Meine Güte, so kann man sich überschätzen. Selbst ein... Was war das? Ein 15er-Troll ist einfach noch nicht zu machen. Juti, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich denke mal, dann wird es Richtung Friedhof gehen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Showtime. Tschüss.